Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Hause Brian. Und ich glaube, wir holen uns heute vielleicht nochmal ein paar Gebäude, ne? Wollte ich nicht... Moment mal, wir können doch hier in Thumond... Da... Konnten wir da nicht noch irgendwas bauen? Ne, konnten wir nicht tatsächlich. Ja, okay. Und Desmond, wie war es in Desmond? In Desmond können wir auf jeden Fall noch was bauen, ne? In Desmond können wir noch was bauen. Wollen wir hier nicht mal ein neues Besitztum errichten? So eine neue Burg? Wenn wir schon dabei sind, ne? Machen wir mal. Oh Gott, das dauert jetzt Jahrtausende, bis die fertig ist. Okay. Dann... Was haben wir hier nochmal? Verteidigervorteil, leichte Reiterei, Schaden und Verfolgung. Okay. Was haben wir hier? Bauzeit minus 1%. Naja, das macht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel aus. Entwicklungszuwachs pro Monat. Das für den Hafen sicherlich ganz gut. Für 225 können wir den auf jeden Fall nochmal verbessern. 98er Kontrollwert ist auch gut soweit. Ansonsten hier unten bleibt ja im weitesten Sinne dann alles, wie es ist, ne? Wir können natürlich auch hier nochmal den Hafen ausbauen. Aber zeig mir doch mal ganz kurz hier unsere Gefolge. Genau, das vergrößern wir mal. Hier haben wir unsere Pikeniere, ne? Das vergrößern wir nochmal um 2. Komm, die vergrößern wir auch nochmal. So. Und auf geht's. Wir warten noch ein Momentchen, bevor wir den Rest angreifen hier. Wir können ein Bündnis aushandeln. Ah, warum nicht? Wir können die Trulla einkerkern. Mächtiger Vasall verlangt Ratsposten. Aha. Hm, ah, bin ich noch nicht so begeistert. Weiter geht's. Ja, wir warten noch ein bisschen, bis unsere... Na, guck mal, jetzt sind sie ausgefüllt. Okay, 5300. Das sieht doch nach einer ordentlichen Zahl aus. Ich sollte vielleicht nochmal gerade an unseren Hof gucken. Den müssten wir eigentlich auch mal mit jemandem über... mit jemandem ersetzen, der ein bisschen Kompetenzen mitbringt, ne? Oh. Wir pressen nochmal unsere Untertanen. Wir laden nochmal Ritter ein. So, gibt es da irgendjemanden, den ich behalten will? Von denen keinen, ne? Ja, Prinz Brian, McBrian, den können wir auf jeden Fall auf den Gaul setzen. Das müssten wir irgendwie noch ein bisschen anders machen, ne? Weil die... Ich sag mal so... Ja, geh mal bitte auf Zwingen. Der ist aus unserer Linie, aber der passt mir nicht so richtig. Was ist mit dem? 13er Wert hier. Ja, der gut, ich meine. Merkwürdigerweise... Komisch, ne? Der hat so einen hohen Ränkelspielwert. Okay. Aber die erpresse ich gerne. So, okay, was wollen wir hier machen? Okay, lass mal das mal außen vor. Ja, verbessern noch ein bisschen die Beziehung. Wie alt ist der? 58. Ja, ein bisschen geht noch, ne? So, wir werden mal ganz kurz hier den Sammelpunkt verlegen.
Das ist auch in der Jura-Anspruch, ne? Ebenbürtig. Wow, ne? So, und jetzt will ich mal gucken. Die können ja keine Truppen momentan ausgehoben haben. Vor dem Hintergrund. Lass uns mal... Warum... So, jetzt klicke ich hier hin. Merkwürdig, ne, dass dann immer beide ausgewählt sind. So, aber man muss das mit der Shift-Taste machen. Das ist ja ein Ding. Okay. Doch nicht. Der Steuerungstaste. Okay, mit der Steuerungstaste. Wir sind jetzt einfach mal so unverschämt und laufen mal hier in diese ganzen Nachbarregionen rein. Ich habe nicht noch mehr Truppen, die ich hier ausheben kann, ne? Alles klar. So, der will jetzt wahrscheinlich hier runter, ne? Ich will ja eigentlich nur verhindern, dass der hier seine Truppen aushebt, ne? Denn momentan... Shit, Moment. Der hat die Truppen schon ausgehoben, ne? Oh, wow, Alter. Ey, der König von Schottland ist aber auch in Daeum im Eimer. Mhm, okay, gut, alles klar. Ja, wir haben ziemlich gute Counter gegen ihn hier auf jeden Fall am Start. Wollen wir den an den Hof rekrutieren? Warum kann ich denn das nicht machen? Doch, hier, da. Sorry. 40? Hm, teuer. Aber guter Typ. Experte für offenes Gelände. Flexibler Anführer. Na gut, einen Stern hier. 17 Punkte Kampfgeschick. Ja, ist gut. Ach so, will ich eigentlich mal meine Verbündeten in den Krieg rufen. Kann ich nicht mit reinrufen, weil ihr Lehnsherr da mit drin ist, okay.
Was gut ist, wir haben schon 52% Kriegsstand, ne? Beziehungsweise jetzt 85%. Die Frage ist, ob wir uns noch so den ein oder anderen, die ein oder andere Geisel holen, ne? Bin ich jetzt auch nicht abgeneigt. Vielleicht. Erlaucht, ja. Und schuppig. Okay. Also wir können hier den Anspruch ziemlich easy kriegen. So, passen wir mal 8. Ja, wenn das Komplott hier fertig ist, beeinflussen wir den Papst. Komm zurück. Hier viel Feind, viel eher. Der Papst. Der ist nicht so cool. Oh, Alter, hat der Geld. Okay. Philosophin, aha. Papst, der wird 15 Meinungen gewinnen. Komm, lassen wir ihn von Ludovica di Genova. Lassen wir sie von ihr ausbilden. Sie hat ein paar Ansprüche, ne?
Wir können sie mit dem Herzog von Moray verheiraten. Matrilinear geht nicht. Ne? Wir werden dann mit ihm verbündet. Für die nächsten paar Jährchen. Warum nicht? Das wäre nicht die schlechteste Variante. Wir lassen ihn mal frei für Kirmesgeld. Versuchen wir noch. Warte mal, das kostet 39. Wann bist du da? 30 Tage. Okay, wann bist du da? 37 Tage. Ja, okay, gut, das ist ja dann genauso schnell. Komm. Machst du hier noch den Belagerungshanskorb rein? Dann holen wir uns noch schnell hier die Hauptstadt. Ich spekuliere mal drauf, dass wir dadurch was noch bekommen. So, reicht das schon? Junge, ich krieg gleich einen Anfall. Nochmal bitte. Danke. Nee, reicht ja nicht ganz. Das ist ein teurer Spaß und dafür kriege ich relativ wenig Meinung. Wir versuchen es mit der Beeinflussung. Mögliche Nebeneffekte. Geheimnis, Erfüllungsfähigkeit, verloren, Prestige, geschmälert, Komplott schlägt fehl. Komplott schlägt plus 19, Ränkelspielwert von Ratspitzel der Dingsbums, okay. 20% ist okay, ne? Also. Verbündeter Kombattant getötet. Aufstrebender Schwertmeister. Damn. Guck mal, gerade sind hier noch mögliche Ritter. Ja. Du. Aber wirklich gut ist der jetzt auch nicht. Ich muss ja immer wieder mal. Ja, also. Der, wenn der halt ein bisschen bessere Werte hätte beim Ränkespiel, dann wäre das ein super, super, super Spion, ne? Ja, schwierig. Na, wir haben Stufe 3 bei denen. Okay, alles klar. Nachfolge, wie sieht das aus aufgrund der Bundteilung des Reiches? Das ist der Prinz Sifra momentan. Haben wir das? Ja, wir sind auf der Erbherrschaft, ne? Okay. Bei der Erbteilung, ne? Ja, und die Erbherrschaft brauchen wir. Aha, ja. Okay. Okay. Und ja, da kriege ich leider auch momentan keinen besseren, ne? Null Diplomatie wird. Ansonsten ist er gar nicht so schlecht, der Typ. Es ist schon witzig, dass wir beim Papst ja immerhin. Erstmal ganz kurz. Naja, gut, die Meinung ergibt sich auch aus. Bescheiden gegen arrogant. Um Gold gebeten. Ah ja, okay, das ist auch noch der Nachteil, der da drauf tickt, ne? Ein Mörder. Witzig, dass wir dann hier noch um eine Verbesserung der Beziehungen bitten müssen, ne? Das leuchtet ja nicht so wirklich ein, aber gut. So, den einen Typen haben wir freigelassen, ne? Dann muss man gerade wechseln. Hätte ich gerne noch jemanden gefangen genommen, bitte. Prachtstufe weiterhin bekannt.
Wir erteilen mal eine neue Armee ab. Da machst du bitte nochmal den Belagerungsspritzen rein. Die andere Armee schickst du mir nochmal darüber. Gefangen genommene feindliche Kombattanten. Den habe ich freigelassen. Feige KI, ne? Ja, so muss es sein, Leute. So muss es sein. Unser Ritter Conan Gott wurde verwundet von Fürst Sandy. Unser Ritter Gilbert de Quincy wurde verwundet von Gishar Dingsbums. Oh Mann, Leute, ey. Unser Ritter Gilbert de Quincy konnte Dingsbums verwunden. Oh, der Verwundete hat verwundet. Nice. Bei der Belagerung Gefangener gemacht. Wo ist dein Anspruch? Er hat einen Anspruch auf die Grafschaft von Mallorca. Amüsant. Amüsant, amüsant. Okay, wir machen jetzt aber diese Friedensverhandlungen, ne? Wir halten 70 Ruhm. Die Verbündeten kriegen 700, den die aufteilen. Wir haben das Lehen komplett übernommen und damit das Königreich von Wales, meine ich doch jetzt auch mal, in der eigentlichen Konstellation hergestellt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben noch ein bisschen Anspannung. Das ist noch nicht ganz so gut. Ja, gib mir noch mehr Frömmigkeit momentan, das ist schon wichtig. Ah, jetzt kann ich das machen. Für 450. Und uns den Anspruch auf Strathclyde. Ne, das müsste es doch jetzt sein eigentlich. Okay.
Leute, ich muss hier an der Stelle einen Cut machen. Ich muss in meinen Livestream. Seid doch mal dabei. Dienstag oder freitags um 21 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr da seid. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete. Und ansonsten noch bis gleich. Je nachdem, wie lang dieser Part jetzt schon ging, vielleicht mache ich noch ein paar Minuten.